Gräfin Bettina, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns hier eine virtuelle Exkursion über die Mainau zu machen. Viele Menschen kennen die Mainau als die schwimmende Blumeninsel, aber als Programmpunkt für Kinder und Jugendliche wird es einem vielleicht nicht als erstes einfallen. Dabei, wenn man sich umschaut, es gibt hier so viele Angebote für Kinder. Vielleicht stellen Sie uns vor, was die Mainau für Kinder und Jugendliche anbietet. Ja, es ist total schön, dass wir die Gelegenheit haben, so eine virtuelle Exkursion zu machen, weil es sehr toll gewesen wäre, so einen Spaziergang in echt zu machen. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. So ist es. Ja, also tatsächlich ist ein Besuch der Mainau auch mit Kindern und Jugendlichen eine sehr tolle Sache, weil die Natur was total Faszinierendes ist. Und es macht uns auch richtig Spaß, uns immer wieder zu überlegen, was fesselt einen denn, was begeistert einen denn, diese Mechanismen, wie die Natur funktioniert und wie die Dinge zusammenhängen, sind ja was total Faszinierendes und da kann man so viel draus lernen. Was wäre denn Ihrer Meinung nach hier so ein Highlight für Kinder? Also wir versuchen ja für alle Besucherkinder einmal die Natur so erfahrbar zu machen, dass es ganz intuitiv funktioniert. Also zum Beispiel das Schmetterlingshaus ist eigentlich ein großer Entdeckungsort, wo ich eben sehen kann, wie Eier von den Schmetterlingen auf den Pflanzen abgelegt worden sind, wie daraus kleine Raupen schlüpfen, die sich dann halt da durchs Grün fressen und immer größer werden, sich dann verpuppen. Und dann sammeln wir tatsächlich auch diese Puppen ein, kaufen auch die meisten Puppen eigentlich zu. Die sind dann so schön aufgehängt, sodass man dann an den zentralen Ort sehen kann, wenn die sich entpuppen und zum Schmetterling werden. Und sowas ist halt total faszinierend. Sie haben ja auf der anderen Seite auch viele Angebote für Schulklassen. Als Schulgärtnerinnen und Schulgärtner interessiert uns natürlich auch das Angebot an Schulen. Was genau könnte ich denn mit meiner Schulklasse auf der Mainau alles machen? Genau, auf der Mainau gibt es die Grüne Schule und da kann man sich einfach anmelden mit seiner Klasse. Gut, vielleicht vorher einen Termin abklären und dann aber eigentlich in ganz viele verschiedene Themen eintauchen. Also ob das Schmetterlinge, Insekten sind, die man dann auch natürlich im Zusammenhang mit Honig, denen man da auf der Spur ist. Oder wo wir das Element Wasser in den Blick nehmen, wo Kinder tatsächlich auch Wasser schöpfen, analysieren, feststellen, wie viele Lebewesen sich denn in so einem kleinen Gefäß dann befinden, um da einfach auch diesen Zugang zu bekommen. Oder ob das das Ökosystem Wald ist, in dem man ja zunächst mal so über ganz viel Sensorisches eine Faszination erreichen kann. Also allein dieser Moment, wenn man den Kindern zum Beispiel die Augen verbindet und da als Paare dann durch diesen Erlebnispfad läuft, wo man, wenn es das Wetter irgendwie erlaubt, barfuß laufen kann, damit man den Boden auch noch spürt und dann eben seine Umgebung einfach mal erspürt. Wenn ich es richtig erinnere, haben Sie auch einen Schulgarten hier auf der Mainau? Genau, es geht dann natürlich noch weiter. Also man kann gärtnern mit den Kindern. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, sind sie hier aus der Gegend? Dann hat man die Möglichkeit, immer wiederkehrend in einem Schulgarten zu arbeiten. Oder wenn es jetzt ein einmaliger Besuch ist, dann würde man wahrscheinlich eher mit den Kindern was eintopfen und da eben auch thematisieren, ja, welche Kreisläufe gibt es da? Also wann pflanzt man zum Beispiel auch eine Nutzpflanze, die man dann nachher beernten kann? Das ist natürlich besonders schön, wenn man das dann auch noch essen kann oder damit irgendwas tun kann. Genau, das geht halt ganz viel ums praktische Machen. Und das machen wir immer wieder die Erfahrung, wenn dann nicht der Lehrer oder die Lehrerin und auch nicht die Eltern diejenigen sind, die da Wissen vermitteln, dass das für die Kinder einfach nochmal sehr viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Also wenn da wirklich eine Gärtnerin oder ein Gärtner steht und erzählt, warum er das auch so gerne macht und man da auch wirklich sich Gedanken gemacht hat, welche Fragen die Kinder sich da stellen und schon mal in die Richtung gehen kann, dann
sind das meist tolle Tage. Ja, man kann sich das sehr gut vorstellen und Kinder sind ja auch noch sehr begeisterungsfähig. Ja. Gibt es besondere Altersstufen, für die Sie Angebote machen oder ist es auch für ältere Jugendliche oder ist es eher vielleicht im Grundschulbereich angesiedelt? Ja, ich würde sagen, en gros ist es der Grundschulbereich. Mhm. Aber natürlich hat sich die Grüne Schule Gedanken darüber gemacht, welche Themen denn wohl in den Unterrichtsphasen ja, Thema sind. Ja. Und kann sich darauf einstellen. Also wenn man jetzt auch sagt, ich habe da eine 6. Klasse und wir machen jetzt eben gerade das Thema Wasser, dann kann man das wirklich auch mit dieser Gruppe dann eben mit so einer Wasseranalyse aufgreifen. Ja. Also es ist so, dass man geschaut hat, dass es eben zu den Schulplänen, zu den Lehrplänen passt. Mhm. Jetzt ist der alte Ausdruck, es heißt Lernplan, glaube ich, mittlerweile. Bildungsplan, also dass zu den Bildungsplänen passt. Ja. Und das, glaube ich, macht ja auch Sinn, weil man will sich ja als Schule und als außerschulischer Lernort dann so vernetzen, dass möglichst alle davon was haben. Also es soll für die Lehrerinnen und Lehrer einfach sein. Es soll sich in die Inhalte vom Bildungsplan eingliedern bzw. die aufgreifen. Und die Kinder sollen auch verstehen, dass das, was sie jetzt in der Schule dazu gemacht haben und das, was sie hier dazu machen, ineinander greift und quasi dasselbe thematisiert. Ja. Sie hatten die Europa-Mini-Gärtner erwähnt. Das ist ja nochmal ein ganz besonderes Projekt. Da wir ja heute eine europäische Tagung haben, denke ich, wird es unsere europäischen Partner bestimmt auch interessieren, was sich dahinter verbirgt. Ja, also die Europa-Mini-Gärtner sind nach dem Vorbild der Mini-Köche gegründet worden. Mhm. Zwar geht es darum, dass wir Kinder einladen wollen und sie dann auch praktisch einladen, 1 oder 2 Jahre, je nachdem, ob es eine Schulgruppe oder eine freie Gruppe ist, das Gärtnern näher kennenzulernen. Mhm. Und das sind also Nachmittage, wo wir zu Gärtnereibetrieben hingehen. Es war jetzt in Corona-Zeit ein bisschen schwieriger, aber das wird sich auch wieder normalisieren und zeigen, wie breit eigentlich dieses Spektrum ist, wie Menschen mit Pflanzen arbeiten. Also das geht von der Baumschule über den Landschaftsgärtner, Zierpflanzengärtner, Obstbau, Floristik, diese ganze Bandbreite entdecken die Kinder da und machen halt auch wieder die Erfahrung, dass sie, wenn sie 3 Stunden in so einem Betrieb sind, etwas mit Pflanzen tun, natürlich damit auch über Pflanzen was lernen und aber auch was Relevantes tun. Das heißt, die topfen da zum Beispiel eine Menge Pflanzen um, die einfach für eine Auslieferung gebraucht werden. Oder sie machen Gestecke, die dann auf einem Herbstmarkt verkauft werden. Und das ist einfach auch nochmal so ein Moment, wo man halt merkt, da wird was Praktisches gemacht. Die Kinder packen damit an, lernen von den Gärtnerinnen und Gärtnern diese Begeisterung für den grünen Beruf. Die sind ja auch alle mit so viel Begeisterung dabei. Ja. Und genau, das macht sehr viel Spaß, die Mini-Gärtner. Das freut mich auch, dass Sie das da nochmal extra aufgreifen, weil ja auch der Gärtner- und Gärtnerinnenberuf nicht mehr so viel ausgewählt wird von jungen Menschen und eigentlich zu Unrecht. Vielleicht ist es auch ein Schritt in diese Richtung und daher wünschen wir da alles Gute. Dankeschön. Sie haben ja vorhin ganz toll erzählt, was die Kinder hier auf der Mainau alles machen können und erleben können und auch was sie mit den Europa-Mini-Gärtnern vorhaben. Was wünschen Sie sich denn, was die Kinder so mitnehmen? Wenn Sie sagen, Kinder sind hier auf der Mainau gewesen oder haben mit den Europa-Mini-Gärtnern was gemacht, was wünschen Sie sich, was die mit nach Hause nehmen an Eindrücken, aber auch eben so an Werten und an dem, was für ihr Leben wichtig ist? Ja, Sie sagen das ja schon, eben dieses Thema Werte ist, finde ich, ist für uns Mainauer eine ganz große Motivation und ein ganz großer Antrieb, eben in der Richtung zu arbeiten, weil wir uns wünschen, dass alle und natürlich insbesondere die Kinder, die ein langes Leben vor sich haben, hier nicht nur ein paar schöne Stunden verbringen, egal ob sie jetzt als Besucher kommen oder vielleicht als Schulklasse, sondern dass sie eben auch die Natur hier in dieser Gartenkultur sehen, erleben und erfahren, wie schön das ist und dass sie dann auch
darüber Natur und Pflanzen nochmal vielleicht von einer anderen Seite kennenlernen, den Wert kennenlernen und sie auch schätzen lernen. Weil ich glaube, vom Schätzen zum Schützen ist es dann ein kurzer Weg, dass man einfach versteht, Pflanzen können sich nicht selber verteidigen und für sich selber sorgen, sondern da braucht es den Menschen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist die Natur die Basis unseres Lebens und die Natur kommt großartig ohne uns klar. Andersrum ist es schwierig. Genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch immer wieder ansprechen muss. Also Gärtnern ist ja sozusagen Gestalten mit Natur. Ja. Und aber das heißt eben, wir müssen schauen, dass das so wächst, wie wir das wollen, aber alleine tät's das auch. Genau. Ja, das ist natürlich dieser andere, ganz andere Aspekt der Wildnis, der jetzt wahrscheinlich hier nicht so häufig zu finden ist, aber trotzdem so dieses, dieses Wechselspiel. Ja, und auch überhaupt der Kontakt von Mensch zu Natur. Ja. Also die Erfahrung, die ja ganz viele hier machen, ist, dass wenn sie schon über die Brücke auf die Insel kommen, dadurch, dass hier so viel Pflanzen sind, einfach die das Tempo bestimmen. Und das ist ein ganz entschleunigter Takt, weil einfach diese Pflanzen in einem ganz anderen Rhythmus leben und existieren. Und das ist so schön, sich im Kontakt mit den Pflanzen da aus seinem Alltag zu entschleunigen, mal einen Schritt vielleicht auf die Seite zu gehen und dann auch Dinge, die ich so im Alltag vielleicht ganz selbstverständlich mache oder die so mit mir passieren, da auch noch mal zu reflektieren. Das sind also noch weit über dieses viel, Wissen hinausgehende Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja. Das ist auf der einen Seite vielleicht auch wirklich dieses, ich sehe mich noch mal anders im Verhältnis zur Natur, aber ich sehe auch meinen Lebensrhythmus, ne, wie Sie gerade gesagt haben, dieses Entschleunigen ist noch mal was ganz anderes, als das wir so kennen eigentlich aus Ihrem Alltag. Also dass wirklich auch so ein Impuls kommt vielleicht aus der Insel, ne, wie man sagt, aus der Insel hinein ins Festland, ins wirkliche Leben wieder. Ja, in den Alltag. In den Alltag, wo man sagt, jetzt... habe ich auch ein klein bisschen auch Perspektive gewechselt. Ja. Ja, und das wünschen wir uns natürlich, dass auch das, was hier gesehen wird und was es hier an Anregungen gibt, dass das auch den Alltag bereichert. Mhm. Also, dass es nicht nur so ein einmaliges Erlebnis ist, was dann endet am Tag, sondern dass es ein Impuls ist für, ach ja, wäre ja schön, mehr Pflanzen und Natur in meiner Umgebung zu haben. Und diese Entschleunigung kann ich mir dadurch ja auch jeden Tag holen. Mhm. Und ich kann auch jeden Tag eben dafür sorgen, dass Pflanzen wachsen, Insekten davon was haben, ich davon was habe. Das ist schon auch die Hoffnung. Ja, also ich denke, so auch im Kontext von Schule ist es so, dass man jetzt nicht sagen kann, wir gehen einmal auf die Miner und dann haben die Kinder plötzlich andere Werte, sondern das ist natürlich wichtig, das einzubetten auch. Genau. Dann ist das hier ein Highlight, wo sie wirklich mal einen Impuls kriegen können, vielleicht sich auch Augen öffnen. Aber das muss man natürlich mit weitertragen dann auch und als Lehrkraft dann auch entsprechend weiter bearbeiten, denke ich. Weiter begleiten. Und wir sehen ja auch hier... In modernen Schulgärtnern, das bettet sich ja ein in diesen ganzen Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also dass wir einfach auch, und da ist ja viel mehr drin als einfach nur ökologisches Wissen, sondern es geht um den Lebensstil und es geht darum, so über den Tellerrand auch hinaus zu gucken. Und ich denke, das vermitteln Sie natürlich hier auch, also diese Zusammenhänge, das haben Sie auch in Ihrem Grußwort schön gesagt, also dass diese Zusammenhänge einfach auch begriffen werden oder man begreifen lernt. Und ich denke mal auch, dass hier dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ja nicht nur etwas ist, was man abstrakt den Kindern vermitteln will, oder, sondern dass es eben auch vielleicht ein Prinzip ist, was hier auf der Mainau gilt und Einzug in alle Bereiche findet. Vielleicht können Sie da auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Ja, gerne. Also das ist natürlich so, dass wir als Mainau schon immer vielleicht am Anfang unbewusster, aber immer bewusster mit der Zeit verstanden haben, dass unser Produkt aus Natur besteht und die Bodenseelandschaft auch deshalb so beliebte Urlaubsregion ist, weil sie eine intakte Landschaft ist, die man eben hier erleben und erfahren kann. Und deswegen ist es enorm wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir das für zukünftige Generationen so erhalten, auch entwickeln, dass es natürlich mit der Zeit, also Mensch und Natur,
das sollen da nicht voneinander getrennt werden, dass es eben im Miteinander funktioniert. Also einfach mal kommen und entdecken. Auf jeden Fall. Also ich denke, wir kommen immer wieder und ich denke mal... Genau, dann sage ich das hier. Einfach mal kommen und entdecken. Genau. Ich denke, dass diejenigen, die jetzt zugucken, das auch sehr, sehr gerne machen werden, sich mal hier auf der Mainau inspirieren zu lassen. Und Einladung an alle, für die das, sage ich mal, von räumlichen her auch erreichbar ist. Kommen Sie mal her. Lohnt sich.